Ja, hallo liebe Zuschauer, wir sind die alten Herren. Hallo. Ich bin Onkel Bob. Skanon, hi. Wir haben euch ja vor einigen Wochen gesagt, wir haben uns die Loot-Chest bestellt. Ja, klar. Und hier sind sie da. Ja, ich muss mit meinem Paketboten sprechen. Meine ist ramponierter als seine. Meine sieht ganz gut aus, ja. Bei mir, als wenn er drüber gelaufen ist. Deine klappert doch ganz ja. schön. Also die Kiste an sich ist schon ziemlich cool. Wie ihr seht, sind hier, hier ist nochmal Space Invaders. Space Invaders an der Seite drauf und auf der Rückseite ganz schön viele. Hau nicht gegen die Kamera. Ich hau nicht gegen die Kamera. Ja, und sind auch original verpackt. Ja. Cool. Ich habe sie so bekommen. Das sieht aus, wenn da irgendwer schon mehr dran gewesen ist. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ja, wollen wir aufmachen? Ja, wir machen auf. Ich möchte wissen, was drin ist. Ach nee, das ist der Kleber. Das ist der okay. Kleber. Ja. Wo geht's denn auf? Oh, ich nehme. Hier an der Rückseite. Okay, jetzt geht's los. Der Cutter und. Bitteschön. An der Rückseite? Ach, umdrehen. Ach, da. Oh, Scheiße. Ne? Ich trau dem ganzen Frieden irgendwie nicht so. So. Okay, warte. Ja. Ich muss erstmal. So. Okay, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ja, schauen wir mal rein. 1, 2, 3. Okay. Tja. Erstmal eine Karte. Die Lootbox. Lootbook. Da ist da drin, was drin ist. Da steht drin, was dabei ist. Ne? Okay, ich gucke mir das später an. Hast recht. So, Werbung. Es ist Werbung. Genau, ich habe Werbung. Von? 20 Euro Rabatt für Lootchess-Kunden. Hä? Was ist das denn für ein Raubtier? Energy Drink. Raubtierbrause. Angry Birds Energy Drinks. Oh, Kamera. Angry Birds Energy Drinks. Ich glaube, das ist nicht Angry Birds. Irgend so ein Käse. Irgendwas, was damit sein soll. Wir müssen ein bisschen weiter hinten schieben, die Kisten. Ne? So. Okay, was habe ich denn hier? Ein Lootchess.de Aufkleber. Den hat wohl jeder drin. Wunderbar. Also hier ist meiner, Lootchess.de. Und, oh, cool. Bazinga Vinyls. Wir haben genau dasselbe drin. Tja, ich dachte. Nee, nicht ganz. Ach nee, nicht du hast ganz. Das Das ist irgendwie okay. Verdammt. Also, ein Bazinga-Aufkleber. Jawohl. Big Bang Theory. Jawohl. Ziemlich cool. Der kommt auf jeden Fall an mein Auto. Ehrlich? In mein Auto. Irgendwo hin. Okay. Eins von den beiden. Also ich lege meine Sachen mal nach hier, die ich alle in der Kiste habe. Jetzt sieht man das vielleicht auch. Zack. Lootchess-Aufkleber, Bazinga. Ja, so ein bisschen. Die Werbung lasse ich mal hier mal rein. Man kann so ein bisschen hier reinlegen. Das ja, geht genau. Auch. Also die Werbung nicht. Das ist klar. So. Werbung brauchen wir nicht. Hier Lootchess. Nächstes. Das ist Pechkeks? Ach, Glückskeks, Pechkeks. Oh, Pechkeks. Es kommt noch schlimmer, als man ein denkt. Ein Pechkeks. Hey. Was hast du für ein Symbol? Ich habe eine Katze drauf. Okay, ich habe hier einen Bär oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Todeskatze. Passt auf. Ich habe so eine Todeskatze okay, zu Hause. Den kann man her gleich essen. So. Ich will mir jetzt gerne diesem Stofftier hier widmen. Okay, ich habe auch ein Stofftier. Es ist auf jeden Fall ein Pokémon. Pokémon. Warum habe ich ein pinkes Pokémon? Ich habe Axew. Dealing? Ja, das ist meins hier. Das ist, ich habe Axling. Ja, ich habe das. Also ich kenne die Pokémon leider nicht. Das ist, glaube ich, die neue Generation. Da okay. Bin ich außen vor. Steht da was drauf? Aus welcher Dings? Ja, von 2011. Made in China. Na, bei mir steht nicht wirklich was. So, du bist also Dearling. So eine Art Bambi-Verschnitt für Prinzessinnen. So. Kannst du auch stehen? Nein, okay. Stehen. Oh, ich habe ein T-Shirt, du auch. Oh, tatsächlich, deine ja. Farbe gefällt mir jetzt schon besser. T-Shirt machen wir zuletzt, okay? Ja. Das hier am Rand vielleicht erstmal, da haben wir auch dasselbe. Ja. Oh, was ist das? Ein Transformer. Das ist auch ein Transformer. Ein Hexbug. Die Dinger, die kenne ich, was die sind ziemlich du? Cool. Das sind so kleine Maschinen, die schaltest du an und dann laufen die vibrieren die ganze oh, Zeit cool. Auf Gummifüßen. Dann drehen sich die ganze Zeit im Kreis und laufen. Das können wir gleich mal in der leeren Lootbox machen. Ja. Das ist ziemlich cool. Nicht schlechter Specht. So, dann habe ich hier eine Tasse. Ja, ich auch. Und zwar eine ziemlich coole. Oh, oh. Ah. Meine Tasse ist kaputt. Dann schreibt an denen am besten eine E-Mail. Ja, mache ich. Also ich habe eine X-Wing-Tasse. Ich habe eine kaputte Prinzessin Leia-Tasse. Lass mal ein bisschen zu, oder? Ist ja nicht zugeschweißt. Achso, ja. Ich will mal reingucken. Ich komme nicht dran. Wir haben ja einen Videobeweis. Ich mache es ja jetzt erst auf. Und es ist echt... Ah, der Henkel ist abgebrochen. Nein. Und ein Loch unten drin. Ist das ärgerlich. Ich komme nicht dran an meine Tasse. So, hier seht ihr es. Das ist der Videobeweis. So habe ich sie rausgeholt. Kaputt. Ja, die schicken dir bestimmt neu zu, wenn du denen eine E-Mail schreibst. So, ich habe meine Tasse endlich offen. Und hier ist sie. X-Wing Commander. Ist die nicht cool? Halt, dann schicken wir meine Tasse. Unten steht halt original Star Wars Merchandise. Also ich muss sagen, ich hätte das Motiv von Prinzessin Leia finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja. Ne? Prinzessin Leia halt. Mach sie wieder hier rein.
Schön, das mal so nach hier. Jetzt habe ich hier irgendwie, ja, es ist ein T-Shirt. Ja. Oh, da ist noch was drin. Ich wusste es. Ein Energy Drink. Ah, die hier. Vorhin genannte Raubtierbrause. Ich habe auch, was ist eigentlich so drin? Mit einem mit Taurin. Möchtest du meins geschenkt haben? Ich will das doch gar nicht trinken, muss ich ehrlich gestehen. Ah, das ist, ich kann das nicht, Murkerzeugnis. Darf ich nicht trinken. Ich würde es mal höchstens zu Hause probieren, also jetzt werde ich es nicht antesten. Weil halt irgendwie, ich traue so Energy Drinks. Was ist denn das für ein Geschmack? Wahrscheinlich so... Orange, würde ich sagen, weil es orange ist, ne? Zitronensäure, blablabla. Nikotinsäure, Amid, okay. Wollen wir das wirklich... Linosid, oh Gott. Will ich das wirklich trinken? Also ich lasse meins erstmal hier stehen. Ich glaube, es ist einfach so, als Fanartikel lasse ich es auch einfach so stehen. So, jetzt kommt das Beste. Ja, das T-Shirt. Das T-Shirt. Was habe ich denn da? Oh nein, ich habe Portal, glaube ich. Ich habe einen Kuchen. Du auch. Ich mach's mal auf. Ich komm nicht dran, verdammt. Reißen. Irgendwo. Ah. Welche Größe ist denn das? XL, ja wunderbar. Passt. Ja, die haben Größen hast du angegeben. Ach, stimmt, die Größe habe ich angegeben. Musst du am Anfang angeben und Jawohl, es ist ein Portal-T-Shirt. Ich habe ein Portal-T-Shirt. Ich mag so, kein Portal. Ich mal hier hin. Mit dem Kuchen. The cake is a lie, aber hier steht Will test for cake. Wunderbares, geiles T-Shirt. Vom Portal. Ich liebe es jetzt schon. Deine Farbe gefällt mir weitaus besser. Ja, ich habe das tolle Blaue. Du kannst auch gerne haben. Jawohl, nee, die Größe ist ja anders. Ach ja. Ich habe eine andere Größe als du. Schade. Aber geil, Portal-T-Shirt. Das werde ich nie anziehen wahrscheinlich. Oh, ich werde es anziehen. Ich brauche neue Sachen. Also so, ich leg's mal da hier. Ja, das war unsere Loot-Chest. Ja. Hatten wir das XL-Upgrade von der Loot-Chest? Ja. Was war da jetzt extra? Was auch nicht, ne? Wir hatten einen Gegenstand, war mehr drin. Wahrscheinlich eher hier. Ah, ist das. Diese Tasse ärgert mich gerade total. Das glaube ich, ja. So, ich packe jetzt mal meinen Hexbug aus. War eh schon halb aufgepackt. Toll. Ich habe so ein Ding schon als Kakerlake. Die Dinger sind echt cool. Oh, stimmt, morgen gehen. Ich hasse solche Verpackungen echt. So, ich hoffe, er fällt jetzt nicht runter. Ich habe ihn jetzt angestellt, der vibriert. Man kann es hören. Achtung! Ich mach's mal hier im Karton, oder? Ich mach mal Platz. So, wo stellt man ihn da? Seht ihr, das Ding läuft ja halt die ganze Zeit rum. Andersrum, auf die Beine. Oh. Ja, hat sich aber auch so bewegt. Oh, cool. Ja, die Dinger sind echt cool. Die würden mich echt wahnsinnig machen, muss ich gestehen. Für die Katze sind das mal. Mhm. So, ich hab den Türkisen. Ich glaube, meine jagt rein, oder? Ja, meine hängt an der Wand. Na. Komm her. So, ich werde jetzt noch den Pechkeks probieren. Oh, mal sehen, was drin steckt. Gucken, ob ich überhaupt essen darf. Au! Da haben wir noch so schönes. Ja, den kann ich essen. Sieht gut aus. Weizengebäck. Made in Germany. Wow. So. Ach du Scheiße. Ein schwarzer Glückskeks. Geil. So, dann mal öffnen. Der ist auch kaputt. Dann ist kaputt. So, hier steht... Das Wetter ist nicht launisch. Es kann dich einfach nicht leiden. Ho, ho, ho. Guck mal, ob ihr das so lesen könnt. Da stellt sich nicht scharf, leider. Aber da steht's halt. Ja, bei mir steht, deine Haare sind gezählt. Sind gezählt. Ja, meine Haare sind gezählt. Okay. Schmeckt den stinknormalen Glückskeks. Das erinnert mich an diese eingefärbten schwarzen japanischen Burger, die es momentan gibt. Ja. Coole Loot-Chest. Mhm. Oh, scheiße. Ein Paketbote. Das gibt Rache. Das ist echt scheiße mit deiner Tasse. Ich sag nur, Bazinga, Portal-T-Shirt. Ich bin happy. Aber ich muss aber sagen, ich finde es wirklich schade, dass wir beide exakt dasselbe haben. Ja, bis auf ein paar Ausweichen. Ja, aber anderes Bild auf der Tasse und so, aber... Ich dachte, jeder kriegt wirklich unterschiedliche Sachen, oder nicht jeder vielleicht, aber es ist wirklich schade. So, mein tolles Pokémon neben deinem schönen Pokémon. Ich habe ein pinkes Pokémon, verdammt. Dearling. Oh Gott. Meine Pokémon-Phase war mit so gelben, blauen und roten Editionen vorbei. So, dann guck mal in das Buch her, ne? Das stimmt, ja. Okay, hier steht, was alles drin ist. Hallo liebe Looter, die 12. Box ist das mittlerweile, wow. Ja, Videos könnt ihr haben, laden wir heute noch hoch. So,
Will Tennis. Da steht auch der Marktpreis immer dabei. Ach ja. Wie so ein verdammter Hexbar kostet echt so viel. Boah. Das T-Shirt kostet 15 Euro. Naja. Der kostet genauso wie die Tasse. Wahnsinn, ne? Der Bang Theory Sticker. 5 Euro für einen Aufkleber. Da sind aber 5 dabei. Musst du ja echt? Mal. Das sind 5 Aufkleber drin? Sind 4 kleine. Ein großer und 4 kleine. Ne, 4 kleine. So. Ja, stimmt. Ja, das ist hübsch, ja. Der Pechkeks. 1,49, bitte. Genau, wie die Raubtierbrause. Wahnsinn, ey. Oh, erfrischenderweise ohne frei erfundene Marketing-Eigenschaften. Schmeckt einfach nur gut und ist pfandfrei. Das Plüschtier war unser Plus. Was? Ja. Nee. Wie viel Geld haben wir dafür extra bezahlt? 10 Euro, oder? Ist ja genau der Preis für das scheiß Tier. Danke, liebe Luchess-Leute. Wir haben Pokémon-Tierchen. Also ein Superman-T-Shirt wäre geil gewesen. Es gibt mittlerweile über 27 Pokémon. Was? Bitte. Ich habe echt so einiges verpasst. Wahnsinn, ey. Was haben wir hier noch? Rocket Beans? Okay. Ja, die sponsern das, glaube ich, das Ganze so ein bisschen. Die sponsern das? Mhm. Okay. Aber das Gute ist, ja, man kann sich ja mit denen mal in Kontakt setzen. Ich glaube, die sind auch sehr kulant und die werden mir wahrscheinlich auch die Tasse dann erstatten. Mit Sicherheit. Hast du ihn jetzt gezeigt? Das Buch mit dem Plus-Fischtier hier. Ja, also das Plus war es jetzt nicht wert, aber wenn ich das nochmal mache mit der Lutsch, jetzt werde ich wahrscheinlich kein Plus mehr kaufen. Ja, vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Ja, aber vielleicht kriege ich noch ein Pokémon-Plüschtier. Nee, ich glaube, es sind immer Themen. Also in der nächsten Lootbox hast du wieder was anderes als Plus. Ja, was haben wir denn für ein Thema? Wir haben Transformers, Star Wars, Big Bang Theory. Die werden aber nicht in den zwei aufeinanderfolgenden Lootboxen das gleiche Plus reinsetzen. Ja, schon. Na gut. Wenn ich sehe, dass so der kleine Transformer-Bug nur 2 Euro billiger ist als das T-Shirt. Ja, Wahnsinn, ne? Aber das ist schon ein cooles Tierchen, das muss man schon sagen. Ich weiß schon, wenn ich damit jetzt ärgern werde. Ich habe da noch so einen Käfer, den kann ich dir nachher mal zeigen. Ach, ich kann sogar die Flügel bewegen von meinem. Ja, schaut mal. Ich kann die Flügel öffnen. Dann kann man hinten reingucken. Ist aber nicht viel drin, nur das Transformers-Logo. Warum schaltet sich die Kamera nicht scharf? Oh, das Plastikding da oben drauf, das ist auch ein Schutz, ne? Ach, das ist ein... Ah! Ich lasse es nochmal dran, bis zum Weg nach Ein Transportschutz war das. Jetzt kann man den nämlich auch richtig zuklappen hier hinten. So, jetzt ist er komplett geschlossen. Wenn er dann transformiert, geht er auf. Tada, keine Ahnung, was er jetzt ist, aber jetzt ist er größer. Schicken Michael Bay, der kann für den nächsten Transformers drauf. Ja, coole Sache. Noch mehr Müll. Ja, klasse. Also das Ding finde ich cool. Ich werde es uns zwar einfach nur hinstellen und es wird verstauben, aber... Ja, wie alles. Hm. Na, benimm dich! Sportel-T-Shirt magst du, ne? Da fehlt die Farbe, nur blöd. Scheiße, ich renn's weg. Nein. Ich hab's. Fest. Okay, genug gespielt. Ja, das war's. Jo, auf jeden Fall. Und unser Unboxing. Loot-Shot. Oh nein! Das glaube ich mit der Küche gestern. Ja, das war gut. Schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. Das kann ich aber zum Besten geben. Ja. Ich habe nebenbei Pillars of Eternity gespielt und ich war mit meiner Gruppe in einer Küche, Bob beim TS. Und ich sagte, oh, hier die Küche. Und ich wollte sagen, jetzt werden alle vergiftet. Aber ich sage, jetzt werden erstmal alle vergewaltigt. Da war es vorbei mit dem Spiel. Oh. Okay. Ja. Wenn die Abendrollergruppe einfällt. Ja. So, mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns. Mach's gut.